Erol, nach 2 Jahren Corona-Pause sind die Menschen wahrscheinlich alle ziemlich urlaubsreif. Können Sie denn sagen, wohin der Trend eher geht? Gehen die Menschen lieber ins Ausland oder bleiben sie lieber hier bei uns in Deutschland? Sowohl als auch. Also wir beobachten im Urlaubsland Baden-Württemberg eine erfreulich große Nachfrage. Wir haben ein gutes Ostergeschäft hinter uns. Ein Effekt dieser Corona-Sommer 2020 und 2021 war ja, dass viele Menschen Baden-Württemberg und Deutschland generell als Urlaubsland neu oder wieder für sich entdeckt haben und festgestellt haben, hier kann man ja auch im Inland super Urlaub machen. Und von denen kommen jetzt erfreulicherweise einige eben auch wieder. Aktuell steigen die Preise, egal ob Gas, Sprit oder Lebensmittel. Inwieweit wird sich das denn auch auf unsere Urlaubsplanung auswirken? Ja, da muss man 2 Dinge beachten. Zum einen, wie trifft es die Betriebe, die Urlaub anbieten? Die trifft es natürlich voll. Also wir hatten schon im April eine Mitgliederumfrage, bei der fast 90% der Betriebe angegeben haben, dass die Kostensteigerungen in den Bereichen Waren, Personal und Energie im Moment ist große Herausforderung für die gastgewerbliche Branche sind. Das wirkt sich dann aus auf die Kalkulation, das heißt auch auf die Preise, wenn man es deutlich sagen will. Das kann, wenn alles teurer wird, nicht ohne Auswirkungen bleiben. Und dann muss man eben sehen, inwieweit die Gäste in der Lage und bereit sind, das mitzugehen. Im Moment können wir keinen Einbruch der Nachfrage feststellen. Das ist erfreulich. Es gibt offensichtlich ein großes Bedürfnis nach Urlaub, aber auch nach Geselligkeit in der Gastronomie. Und es gibt auch gewisse Nachholeffekte. Dinge, die man jetzt in den letzten 2 Jahren nicht gemacht hat, möchte man wieder erleben und da möchte man sich auch was gönnen. Wir hoffen natürlich, dass diese massiven Kostensteigerungen dann irgendwann ihre Dynamik verlieren und nicht mehr so rasant alles teurer wird. Ist es denn ratsam, jetzt schon den Urlaub zu planen oder sollte man lieber abwarten und schauen, wie sich die Lage entwickelt? Langfristige Buchungen sind immer sinnvoll. Also ich würde jetzt nicht abwarten und darauf spekulieren, dass die Dinge billiger werden. Dafür fehlt mir im Moment auch die Fantasie, weil wir ja im Moment keinen Ansatz haben, dass die Dinge tatsächlich sich umdrehen in der Preisentwicklung. Herr Ohl, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen.